Oh nee, ey, du machst dich doch dreckig. Wie kannst du nein! Nee! Hallo, mein lieben Puschelt. Wie ihr höchstwahrscheinlich aus dem Titel schon entnehmen könnt, sind wir mit dem kleinen Puscheli draußen gewesen. Ja. Ja. Es war richtig cool, ich war jetzt schon ein paar Mal tatsächlich mit ihm draußen. Und wer es nicht weiß, der kleine Puscheli hier ist taub. Wir haben ihn jetzt seit einem Jahr, wir haben ihn von Manuel, einem Kollegen von uns, übernommen, weil der dann angefangen hat, auf AIDA zu arbeiten. Und da kann man natürlich Katzen nicht mitnehmen. Und dann hat er jemanden gesucht, der ihn nimmt. Und ja, jetzt ist er Teil unserer Familie. Oh, ist ja süß. Oh mein Gott. Und da er taub ist, kann er natürlich nicht raus. Denn Autos, Hunde und so weiter wird er nicht hören. Der würde ganz schnell auf natürliche Weise ausselektiert werden. Generell finden wir es eigentlich schöner, dass wenn Katzen selber auch von sich aus rausgehen können. Deswegen haben wir uns auch eine lange Zeit eigentlich gegen eine Katze entschieden, weil wir halt keinen Balkon haben, keinen Garten. Und ich gegen ganz viele auch allergisch bin eigentlich. Gegen ganz viele auch allergisch bist. Aber gegen Langhaarkatzen meistens nicht. Also es kommt echt immer auf den Katzentyp an. Und dann hat sich aber die Möglichkeit ergeben, dass wir Puschel, wie Karina gerade schon gesagt hat, übernehmen können. Und Puschel ist halt taub und der darf halt eh nicht raus. Und oh, er will mich anfassen. Er fasst dich sogar an. Oh. Er will, dass du ihn anfasst, glaube ich. Ja, ich fass dich an, Puschel, ich fass dich an. Er ist glücklich. Ja, und genau, bei Puschel ist es halt, er kann halt sowieso nicht raus. Er muss halt sowieso eine drin Katze bleiben. Aber wir wollten ihm die Möglichkeit natürlich nicht komplett verwehren, die Außenwelt kennenzulernen, denn er hängt ja auch mal am Fenster und so. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours. Raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free. Without a care in the world, I was one rich little girl. Daydreamer, kidnap me. Take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown, barefoot. Der Kleine ja taub ist, ist er generell sehr, sehr umgänglich und hat keine Angst vor überhaupt irgendwas. Der lässt sich direkt von fremden Menschen, wenn wir Besuch haben, am Bauch krollen, wirft sich hin. Wir können mit ihm ganz gechillt Auto fahren. Hier mal ein kleiner Ausschnitt, wie das ist, mit Puschel Auto zu fahren. So chillig transportiert man Puschel. Legt sie einfach auf den Rücken und chillt. Autofahren findest du toll, ne? Du bist so unkompliziert, Puschel. Das ist so schön. Schläft er da einfach auf dem die Beine hoch. Autofahren finden sie super, ne? Wie er auch einfach sein Bein da hoch macht. Wie liegt er denn da? Ach, du bist so niedlich. Er liegt einfach in seiner Kiste, rollt sich rum oder schläft einfach komplett. Ich kenne ja von Freunden ganz viele Katzen, die rasten immer komplett aus beim Autofahren. Und Puschel ist einfach beim Transport und ja, im generellen Umgang sehr angstbefreit. Er hat eigentlich nie Angst, oder? Und deswegen haben wir uns gedacht, könnte es eigentlich ganz gut funktionieren mit so einem wunderbaren Rucksack hier. Da. Den haben wir nämlich im Internet gesehen. Da kann er halt rein. Hier an den Seiten ist halt alles offen. Das heißt, da kommt Luft rein. Hier oben sind auch Luftlöcher. Hier oben, hier an der Seite natürlich auch. Hier kann man das einmal aufmachen. Da kann er halt von alleine dann rein und raus. Und hier kann man das natürlich auch vorne aufmachen, dass er da rein kann. Wir wohnen halt nur 10 Minuten von einem Fluss und so einer schönen Grünfläche entfernt. Und deswegen, ja, weil wir ihn aber nicht an alleine irgendwie durch die Innenstadt und an den Straßen vorbei führen wollen, haben wir uns gedacht, wird ihn halt jeder anfassen. Ja, halt, genau. Hunde, und ne, man weiß auch nicht, so. Ne, ist doch vielleicht manchmal ein bisschen gefährlich. Deswegen einfach in so einem Rucksack. Und er findet es eigentlich auch ganz witzig. Yeah. Er ist ganz interessiert und gechillt in diesem Rucksack drin. Genau. Also wenn ihr euch so einen Rucksack holt, Puschel ist halt so ein besonderer Fall. Der hat sowieso keine Angst. Den kannst du auch irgendwo in eine Tasche stecken, in einen Karton, irgendwo hinschleppen. Dem ist eigentlich alles egal. Können wir wahrscheinlich in so einer Kiste einfach. Ja, eigentlich schon. Ja. Aber es gibt, glaube ich, Katzen, die sich an sowas gewöhnen müssen. Deswegen würde ich euch raten, falls ihr das vielleicht auch vorhabt oder überlegt, so einen Rucksack zu holen, dass ihr den erstmal eine Woche bei euch zu Hause stehen lassen habt oder das zu Hause einfach mal übt, guckt, ob die Katze da selber von alleine reingeht.
Wir haben zum Beispiel das mit dem Geschirr dran machen auch vorher gemacht, aber es ist halt mit Puschel sehr einfach gewesen. Der lässt sich das einfach dran und wieder abmachen. Ja. Diese Halloweens-Flügelchen, die wir ihm auch Spaß dran gemacht haben, die wollte er 2 Tage tragen, hat die nachher mitgeputzt. Also man kann halt mit ihm machen, was man will. Ihm ist irgendwie alles egal. Ihr könnt einfach mal, wenn ihr sowas vorhabt, würde ich das auf jeden Fall langsam angehen mit einer normalen Katze. Gucken, ob die es überhaupt mag, an der Leine laufen und Geschirr austesten. Genau, Puschel konnte eigentlich direkt an der Leine laufen und Geschirr hat er auch sofort getragen. Das war halt null Problem irgendwie. Und was natürlich wichtig ist, wenn ihr mit eurer eigentlich drinnen Katze nach draußen gehen wollt, ist das natürlich wichtig, dass die Katze dann auch geimpft ist. Ja, genau. Genau, und nach Zecken absuchen später. Genau, und später, was bei Puschel manchmal ein bisschen schwierig ist, aber... Ich glaube, da kommen gar keine Zecken dran. Ich habe ihn halt zwischendurch draußen auch immer mal einmal so ein bisschen abgebürstet. Also draußen schon ein bisschen drauf geachtet. Wenn das Gras so ein bisschen höher ist, dann schnell einmal so durchbürsten und jetzt so hat er einfach gar nichts. Und vielleicht auch nicht übertreiben mit dem andauernd rausgehen dann, weil nee. Die Katzen sind natürlich draußen noch nicht gewöhnt. Ne? Wenn ich immer würde auch, wir haben die erste Tour, da fliegt das schon. Die erste Tour haben wir, glaube ich, so in 20 Minuten. Oder so gemacht. Mhm. Ich würde das so langsam steigern. Jetzt nicht so direkt beim ersten Mal einen Trip so 2 Stunden raus oder so. Also langsam austesten, Puschel gucken, war auch ob die ganz Katze schön das mag. Ne? Geschafft nach dem ersten Mal. Ja, er hat sich direkt hingelegt und ist direkt eingeschlafen. Und wir waren jetzt auch in dem Video hier ist auch ein Ausschnitt drin, wo es sehr warm war an dem Tag und da haben wir auch noch was zu trinken mitgenommen. Also auch gucken, dass ihr vielleicht immer ein bisschen Leckerli oder was zu trinken dabei habt, einfach weil es vielleicht ein bisschen warm sein könnte. Es ist ja was anderes draußen. Es ist aufregend, spannend und da kann man schnell trinken und Essen vergessen. Deswegen einfach ein bisschen was für die Tiere mitnehmen. Ja, und ansonsten war das sehr cool eigentlich mit Puschelin. Ja. Ne? Also wir haben gesehen, er klettert sehr gerne auf Bäume. Da wäre er, glaube ich, bis nach oben hin am liebsten geklettert. Mhm. Aber da mussten wir ihn halt runterholen. Einmal hat er sich sogar ein bisschen losgerissen von dem Geschirr. Dann hat er sich einfach so rausgewunden. Aber nur, weil er ganz nach oben wollte. Mhm. Da musste dann Tom hinterher und ihn holen. Aber ansonsten, das Schöne bei Puschel ist auch einfach, dass er die ganze Zeit in der Nähe bleibt. Also weiter als so 2-3 Meter entfernt er sich überhaupt nicht von uns. Das heißt, wenn wir jetzt an diesem Flussstück sind, da können wir ihn, wenn kilometerweit wirklich keine anderen Menschen, Hunde oder so zu sehen sind, dann können wir ihn auch ohne die Leine da rauslassen. Er bleibt sowieso immer bei uns. Einfach ins hohe Gras gesetzt und da gechillt. Das ist so süß. Wir blenden dieses Bild ein von Tom und Puschel oder die beiden Bilder. Es ist so niedlich, wie die da zusammen chillen. Richtig putzig einfach. Deswegen ist das schon ganz chillig mit Puscheli. Wir werden auf jeden Fall öfter mit Puschel jetzt rausgehen. Weil das magst du, ne? Findest du ganz toll. Find da klasse. Puschel ist aber auch generell ein sehr anhänglicher Kater. Also wenn wir im Wohnzimmer sind, dann ist er auch im Wohnzimmer. Mhm. Gehen wir ins Schlafzimmer, ist er auch im Schlafzimmer. Gehen wir in die Küche, geht er auch in die Küche. Also deswegen ist er auch immer hier. Das ist auch ganz schön, dass wir jetzt einen Streamingraum haben, weil er jetzt immer bei uns chillen kann. Er hält sich eigentlich nie in einem Raum auf, in dem wir nicht sind. Also es passiert höchstens nur, wenn er irgendwie tief eingeschlafen ist und wir dann rausgehen aus dem Raum. Ansonsten kommt er echt immer und wenn er dann merkt, dass er wach wird, dann merkt er, dass wir nicht da sind. Deswegen müsst ihr, wenn ihr das mit eurer Katze macht, einfach mal gucken, ob das überhaupt mit eurer Katze klappt, weil Puschel ist halt ein besonderer Fall. Da funktioniert das sehr, sehr gut tatsächlich, mit ihm hin und wieder mal rauszugehen. Er findet das klasse. Oh ja, er ist so süß und lieb, ne? Das macht er halt auch bei fremden Leuten direkt. Das ist halt so cute. Aber ansonsten können wir das nur empfehlen mit den Katzen. Ja, definitiv. Ich glaube, wenn man sowas übt, dann kann das mit einer normal hörenden Katze vielleicht auch funktionieren. Aber ich denke, da muss man gucken, dass man halt nicht so nah an Straßen läuft oder durch die Stadt damit läuft oder so. Weil es ist natürlich auch, viele Leute gucken natürlich, oh, wie cool, eine Katze und so. Und da kamen halt die Kinder an, die auch noch gesagt haben, so, oh, was ist das denn für ein Hund? Was ist das für eine Hunderasse? Ich glaube, sowas kann schon stressig sein für Tiere. Deswegen schaut einfach, dass ihr da ruhige Stellen, ruhige Plätze sucht. Am besten nicht in der Mittagssonne, sondern irgendwie gegen Nachmittag, Abend. Das schön ruhig angehen und dann sollte das eigentlich auch je nach Tier gut klappen. Und wenn es nicht klappt, dann erzwingt es auch nicht, ne? Müsst ihr an dem Tier ausmachen. Mit Puschel klappt es sehr gut. Es ist super süß und das wollten wir euch einfach mal zeigen, weil es macht echt Spaß, mit ihm rauszugehen. Er hat, glaube ich, auch Spaß, vor allem wie er sich da im Gras gerollt hat und so. Da sieht man schon, dass ihm das, glaube ich, sehr glücklich macht. Ne, Puschel? Hauptsache Action und wir sind dabei. Ne?
Ja, wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen und vielleicht ist es ja auch eine kleine Inspiration für euch, das mit eurer Katze zu machen. Aber wie gesagt, geht das langsam an, guckt, ob das überhaupt funktioniert. Muss nicht sein, erzwingt es wie gesagt nicht, ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, der kleine Puschel-Trip hier. Wir haben auch noch eine kleine Ankündigung. Und zwar sind wir jetzt am Wochenende auf der Dokumi. Das ist eine Japan- und Cosplay-Messe. Ich verlinke es euch mal unten in der Infobox. Da könnt ihr einfach mal schauen. Da sind wir mit einem Stand mit dem lieben Kami Zero. Und wir haben unsere Push-Art-Farben natürlich auch dabei. Das heißt, ihr könnt die kostenlos testen. Ich kann euch Tipps geben. Wir können uns unterhalten. Man kann sich treffen. Vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen von euch da. Und ihr könnt jetzt auch mal bei Twitch vorbeischauen, denn wir sind heute live, denn ich tätowiere die liebe Mau, Zayumi Cosplay. Der eine oder andere kennt sie bestimmt auch, war in dem Candy-Musikvideo auch dabei letztens. Genau, da machen wir ihren Arm weiter. Also unten in der Infobox ist da auch der Twitch-Kanal-Link. Kommt gerne vorbei und ja, damit sage ich auch schon wieder Tschüss. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.